War früher alles besser? Das glaube ich jetzt nicht wirklich. Aber noch vor einigen Jahrzehnten wusste man, wo in diesem Garten die Sickergrube ist. Dieses Wissen ging verloren. Wir müssten das jetzt allerdings wissen, denn die Gemeinde verlangt den Nachweis darüber. Ich kaufte mir einen Metallsucher in der Hoffnung, dass ich Rohre oder Schellen damit finden kann. Ich spoilere ein wenig, ich hatte nichts gefunden, außer vielleicht alte Münzen, Türbeschläge und den einen oder anderen rostigen Nagel. Aber während ich so durch den Garten lief und das Piepen hörte, fragte ich mich, dieses Blockschaltbild des Metallsuchers, woran erinnert mich das? Und ich fand tatsächlich einige Schaltungen für uns Funkamateure interessant, die sehr, sehr ähnlich aufgebaut sind. Ja, hallo und herzlich willkommen zum wöchentlichen DD0UL QTC. Heute ein ganz klein wenig anders. Wir wollen nämlich mal verschiedene Geräte vergleichen vom Blockschaltbild und von dem, was sie eigentlich machen. Jetzt schauen wir uns zuerst den Metalldetektor an. Und zwar ausschließlich den Metalldetektor nach der Schwebungsmethode. Es gibt für Metalldetektoren verschiedene Möglichkeiten, das zu machen. Die Schwebungsmethode ist die für uns interessante. Wir sehen hier im Blockschaltbild eine große Spule. Die ist im Fuß drin, wie wir es gesehen haben und auch kennen von Metalldetektoren. Und damit das Ganze zum Frequenzgenerator wird, zum Oszillator, brauchen wir in irgendeiner Art und Weise noch was anderes. Beispielsweise so ein Kondensator hier, der hat einen festen Wert und ist im Gehäuse fest verbaut. Was wir auch noch haben, ist ein Festfrequenzoszillator. Ich zeichne den hier noch unten ein, der hat beispielsweise als frequenzbestimmendes Element einen Quarz. Der wird irgendwie noch runtergeteilt, sodass beide auf ähnliche Frequenzen kommen. Beispielsweise sagen wir 6 kHz oben und 6 kHz unten. Die Ausgangssignale dieser zwei Oszillatoren gehen jetzt in einen Mischer rein und werden voneinander in diesem Mischer voneinander abgezogen, subtrahiert. Und ja, in dem Beispiel, das ich brachte, 6 kHz oben, 6 kHz unten, was kommt raus? Nichts, 0 kHz. Was rauskommt? Es kann ja auch was rauskommen, es muss ja nicht auf 0 ausgehen. Was rauskommt, geht in einen Verstärker rein und von diesem Verstärker aus geht es dann in einen Lautsprecher oder aber in einen Kopfhörer, je nachdem, was der Metalldetektor so gerade hat. So, und jetzt kommt der Trick. Wenn ich einen Goldklumpen beispielsweise in die Nähe dieser großen oberen Spule lege, dann wird die Induktivität verändert von dieser Spule durch dieses Metall in der Nähe. Und damit ändert sich natürlich auch der Schwingkreis und damit ändert sich die Frequenz. Angenommen, ich habe unten immer noch 6 kHz, aber mein Goldklumpen verändert die Frequenz oben auf 5 kHz. Dann würde ich jetzt durch den Lautsprecher ein Pfeifen von 1 kHz hören. Und das würde sich natürlich ein bisschen verändern, je nachdem von der Entfernung und wie groß der Klumpen ist. Und auf die Art und Weise, ja, lässt sich dann Metall finden. Wenn ich diese Schaltung hier, dieses Blockschaltbild nur minimal verändere, dann habe ich plötzlich etwas ganz anderes, nämlich einen Direktmischerempfänger. Ich baue den Oszillator aus und ersetze ihn durch eine Antenne, die einfach nochmal das Signal ein bisschen verstärkt und gebe dieses Signal wieder in den Mischer rein. Jetzt würde ich unten natürlich keinen Quarz mit 6 kHz vorsehen, sondern einen Oszillator nehmen, der sich abstimmen lässt, beispielsweise durch einen Drehkondensator. Und der muss natürlich den Frequenzbereich dann überstreichen, den ich empfangen möchte. Nehmen wir an, der Oszillator unten schwingt auf einer Frequenz von 6070 kHz, dann würde das Frequenzgemisch oben
um 6,07 Megahertz runtergemischt werden. Und im konkreten Fall bedeutet das, wenn ich das Konstrukt Sonntagvormittag einschalte, um 11 Uhr Ortszeit, würde ich Radio DRLC durch den Kopfhörer oder durch den Lautsprecher hier hören. Einfach, weil die 6070 Kilohertz runtergemischt werden und ich dann diese, ja, was sind das, 9 Kilohertz Bandbreite einfach durch den Lautsprecher hören könnte. Wir können die Schaltung aber noch ein bisschen modifizieren und bekommen plötzlich noch was ganz anderes raus. Wenn ich nämlich die Antenne wegnehme und stattdessen ein Mikrofon dorthin baue, nämlich ein Mikrofon für hohe Frequenzen, für Ultraschall, so wie es die Fledermäuse beispielsweise für die Orientierung verwenden und natürlich auch um Fliegen und Falter zu finden, dann habe ich plötzlich einen Fledermausdetektor. Die Frequenz unten wäre wieder fest, sagen wir bei 40 Kilohertz vielleicht. Das ist so die Frequenz, die eine Fledermaus aussendet. Und wenn da jetzt so eine Fledermaus kommt mit, sagen wir, oben 41 Kilohertz und unten schwingt es mit 40 Kilohertz, dann würde ich das, was die Fledermaus aussendet, einfach runtergesetzt hören, so ungefähr auf 1 Kilohertz. Das heißt, schreit die Fledermaus laut, höre ich dieses 1 Kilohertz laut aus dem Lautsprecher, ruft sie nur leise, höre ich es leise, hat sie ein bisschen mehr als 41 Kilohertz, dann habe ich ein bisschen mehr als 1 Kilohertz, hat sie ein bisschen weniger als diese 41 Kilohertz, dann habe ich ein bisschen weniger als 1 Kilohertz. Ja, und jetzt noch eine Schaltung, die auf den ersten Blick so aussieht wie unser Metalldetektor, aber in Wirklichkeit überhaupt nichts damit zu tun hat, nämlich das Dipmeter. Auch beim Dipmeter haben wir eine große Spule, die die Funktionsweise eigentlich festlegt, die ich nämlich in die Nähe des Messobjekts bringe. Aber auch beim Dipmeter habe ich natürlich innen drin noch einen Kondensator, das heißt, das Ganze schwingt. Aber damit hört es jetzt auch schon auf, denn das Ausgangssignal dieses Generators geht in ein Zeigerinstrument. Und dieses Zeigerinstrument zeigt an die Spannung am Oszillator, das heißt, wie stark schwingt denn dieser Oszillator eigentlich. Und wenn ich jetzt etwas in die Nähe von diesem Schwingkreis bringe, in die Nähe von dieser Spule bringe, dann belastet das natürlich die Spule. Das kann ein anderer Schwingkreis sein, vielleicht ist da sogar noch ein Glühlämpchen drin, das diesen Oszillator belastet. Und dann geht natürlich die Ausgangsspannung von diesem Oszillator zurück und der Zeiger, der noch gerade voll ausgeschlagen hat, der zeigt jetzt nur noch einen ganz, ganz geringen Ausschlag an, weil eben die Spannung des Oszillators belastet wird. Ja, und das ist so die letzte Schaltung, die wir hatten aus diesem Vergleich, wie es denn aussieht, was vom Blockschaltbild her dem Metalldetektor ähnelt. Wenn es bei euch knattert und pfeift, hoffe ich, ihr habt angenehme QSOs und ich wünsche euch 73 und bye bye.